Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Und wir haben für euch die West Virginia ins Trockendock geschubst, welche Wargaming vor kurzem in den Premium Store gestellt hat. Wir wollen euch in der üblichen Manier hier bei uns auf dem Kanal die Informationen rüberbringen, die wichtig sind. Wir fangen an mit der Geschichte und vergleichen dann das Schiff mit den Werten, mit den verbaubaren Verbesserungen, Module etc. pp. Und ja, geben euch so ein bisschen was an die Hand, was euch hoffentlich hilft und eine Kaufentscheidung treffen, ja, um eine Kaufentscheidung besser treffen zu können. Fangen wir direkt mit der Geschichte an. Die West Virginia wurde auf Kiel gelegt 1920, der Stapellauf war 1921 und die Indienststellung dann am 1. Dezember 1923. Das passt ja zum Release hier quasi in-game, ja, annähernd, was sind wir jetzt, 95 Jahre später. So, danach wurde das Schiff der Atlantikflotte zugeteilt und zwar und ab 1924 war es das Flaggschiff des Befehlshabers der Schlachtschiffflotte. 1939 verlegte das Schiff dann in den Pazifik und hatte dann Dienst in Pearl Harbor. Das ist bekannt, in Pearl Harbor wurde dieses Schiff versenkt, von mehreren Torpedos getroffen. Versank so weit, dass nur noch die aufgebauten Teile der Türme aus dem Wasser rausragten. Die amerikanische Regierung entschloss sich doch dann, dieses Schiff wieder aufzubauen, und zwar unter anderem aus Motivationszwecken, weil wirtschaftlich war das nicht. Aber man wollte den Japanern Angst einflößen und auch halt zeigen, zu was man in der Lage ist und gleichzeitig ihr eigenes Militär und Bevölkerung hinter sich bringen. Und sozusagen diese propagandistischen Zwecke wurden dann eben ausgenutzt, um hier sozusagen den Feind zu schwächen. Ja, in dieser Hebung und Aufrüstung, Wiederherstellung wurde dieses Schiff dann deutlich aufgerüstet, nämlich mit Radar, mit einer deutlich verbesserten Flugabwehr, die Torpedowülste wurden ja, ein bisschen verbessert und ja, dann gab es noch weitere bauliche Veränderungen bei der Brücke und eben hier bei den Schornsteinen, wo dann ein aus zwei Einser gemacht wurde und bei der Brücke, die dann schon sehr an die Iowa-Klasse erinnerte. Nach der Wiederaufrüstung 1944 nahm das Schiff dann noch an drei bedeutenden Schlachten teil, und zwar die Schlacht am Golf von Leyte und dann die Schlacht von Iwo Jima und die Schlacht von Okinawa. Bei der ersten Schlacht half das Schiff, die Fuzu zu versenken, und bei den anderen Schlachten war es dann hauptsächlich Landbeschuss, ja, den das Schiff da durchführte. Am Ende des Krieges 1946 wurde das Schiff direkt außer Dienst gestellt, 1959 verkauft an eine Wrackwerft in New York, und da wurde das Schiff dann 1959 und in die Jahre darauf auseinandergebaut. Erhalten von dem Schiff ist aktuell noch die Schiffsglocke, die in einem amerikanischen Museum zu besichtigen. In der kurzen Dienstzeit erhielt dieses Schiff 5 Battlestars. Nun kommen wir zu den Werten, wie das Schiff hier ins Spiel integriert wurde von Wargaming. Wir werden das Schiff vergleichen, immer mal wieder mit der New Mexico, mit der Colorado und ganz kurz auch mal mit der Arizona, weil ich da doch eine interessante Sache herausgefunden habe, bin ich der Meinung, die ich euch unbedingt mal sagen möchte. Trefferpunkte hat dieses Schiff 50.200 und damit weniger als die Arizona, die New Mexico, die Colorado und viele andere Schiffe auf dieser Tierstufe. Die New Mexico hat 3.000 Trefferpunkte mehr und die Colorado sogar 9.100 Trefferpunkte. Wir haben hier eine Torpedo-Schadensvariierung von 22%, ein sehr, sehr niedriger Wert, denn die New Mexico hat 40% und die Colorado 37%. Die Panzerung steht hier mit 6 bis 457 mm angeschlagen. Die Panzerungsverteilung ist dann aber doch ein bisschen anders. Wir gucken uns das direkt außen an. Wir haben hier 343 mm und wenn wir die Außenhaut wegnehmen, haben wir direkt 45 mm Zitadellen-Torpedo-Shot, was am Ende 388 mm ausmacht und das Schiff, ja, nicht gerade zu einem besonders guten Tank, um es mal so auszudrücken, weil erstens dieses Schiff hier als Überzug fast überall 25 mm hat und damit ab Kaliber 25 mm spätestens dann sehr gut von HE-Granaten des Gegners zu penetrieren ist und damit jede Menge Löcher in eure schöne Außenhaut piekst und ihr damit ordentlich Trefferpunkte lasst mit jeder HE-Granate, die bei euch einschlägt. Des Weiteren spielt die Overmatch-Mechanik hier eine große Rolle. Overmatch heißt, dass ihr aus allen möglichen Winkeln trotzdem, ja, eure Panzerung überwunden wird.
Und ja, dieser Faktor von 14,3 spielt da eine Rolle. Ne? Ist das Kaliber 14,3 mal höher als die Panzerung an der Fläche, wo das Projektil aufschlägt, ist es scheißegal, aus welchem Winkel das Projektil kommt. Es overmatcht die Panzerung einfach. Es fliegt da einfach durch, als ob es nichts ist. Und ja, das ist eben zum Beispiel auch bei der Yamato auf T10 nachher so eine Sache, die ja sowieso auch sehr viel Schiffe overmatchen kann. Also hier seid ihr besonders anfällig, ne? Durch die 25 mm will ich damit sagen. Kampfentfernung für die Bayern 11 Kilometer und dann würden die 388 mm einer Seite von der Bayern rein rechnerisch penetriert werden können. Da kommt natürlich der NG-Faktor, der optimale Schuss und so weiter noch zum Tragen. Und bei der Fuso, die braucht sogar noch 15 Kilometer, um euch von der Seite eine Zitadelle reinzuschmeißen oder vielleicht sogar mehrere. Also ihr merkt schon, das Schiff ist ordentlich verwundbar. Interessanter Fakt ist, dass die Arizona, obwohl der auf der gleichen Tierstufe, deutlich mehr Panzerung hat. Ihr bringt sie auf 388 mm, die Arizona auf der gleichen Tierstufe auf 535 mm, bis ein Projektil in der Zitadelle gelandet ist. Ja, also der Unterschied ist schon gigantisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber im Laufe der Recherche habe ich das hier so herausgefunden. Liegt sicherlich auch daran, dass die Arizona eben eine richtige Turtleback-Schutz hat und dieses Schiff hier eben nicht. Ja, die Colorado ist sogar einen dicken Desser gepanzert als das, was die West Virginia hier bietet, weil die West Virginia nämlich hier nur 45 mm hat und die Colorado 85 mm. Aktuell ist es bei der Colorado auch so, nicht, dass ihr euch wundert und jetzt nachguckt, da ist irgendwie ein Fehler in dem Panzerungsmodell, weil nämlich bei der Colorado diese Panzerungsbereiche überhaupt nicht angezeigt werden. Und es ist definitiv nicht richtig, dass die Colorado nur 110 mm Panzerung nach außen zur Zitadelle hat. Da gibt es also irgendwas, was nicht angezeigt wird und deswegen sieht das ein bisschen anders aus. Sonst ist das, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten vollkommen identisch von der Panzerung her. Außer eben der Zitadellenbereich, ne? Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, die Artillerie. Ihr habt hier 4 Türme, A2 Rohre. Und dann kommt der große Vorteil dieses Schiffs, 406 mm, die ihr hier verschießt. Ihr habt hinten sogar noch einen kleinen Katapult für euer Beobachtungsflugzeug, wo wir zugleich noch kommen. Ja, Ladezeit 30 Sekunden und die Dauer der Kehre 45 Sekunden. Die New Mexico hat 34,2 Sekunden und 60 Sekunden Umdrehzeit. Das ist also schon mal ein großer Vorteil für die West Virginia. Dann haben wir hier einen Höchstschaden für Sprenggranaten von 5700 mit 36% Brandwahrscheinlichkeit, während die New Mexico 5000 hat mit 30%. Die AP-Granate hat hier einen Schaden von 12400 und die AP-Granate der New Mexico 10500. Jetzt muss man wissen, die New Mexico hat für jeden Turm ein Rohr mehr und 356 mm Kaliber anstatt 406, daher erklärt sich danach auch ein bisschen der Unterschied. Die Schussreichweite der West Virginia ist ganz interessant. Ist ebenfalls eine der niedrigsten Schussweiten, die man so im Spiel findet. Mit 16,1 km für ein Schlachtschiff auf T6 ist das schon ein bisschen erbärmlich, denn die Colorado kommt standardmäßig auf 18,8, wenn man sie dann ausgebaut hat, und auch die New Mexico ist bei 16,1, also da eben gleich auf. Ihr habt dann ja die Möglichkeit, hier über den Artillerieplotterraum und dann über das Beobachtungsflugzeug eure Schussreichweite bis auf 22 Kilometer zu erhöhen. Und das ist dann doch schon wieder ganz, ganz angenehm. Also, das hilft dann auch auf T8, wenn man mal weiter sich zurückhält als T6-Schiff, über größere Entfernungen was zu schießen. Und, 406 mm machen natürlich auf T8-Schiffen schon ein bisschen ordentlich was an Schaden. Zumindest rein vom Potenzial her. Kommen wir zur Sekundärbewaffnung, die hier mit 4 km angegeben ist. Ihr habt einmal 8x ein Rohr 127 mm und ihr habt einmal 10x ein Rohr 127 mm, jeweils 4 km Reichweite. Und das ist auf der New Mexico eben ganz genauso, ne? Also ihr habt da auch genau die gleiche Sekundär. Dann kommt die Colorado dazu und die Colorado hat 5 km Sekundärreichweite, aber dafür nicht 10x1, sondern 8x1. Die obere Sekundärbewaffnung ist übrigens die gleiche. Also hier sind es 18 Geschütze, bei der Colorado sind es eben 16 Geschütze. Sonst kann man dazu eigentlich aktuell nicht weiter viel mehr sagen. Flugabwehr
ist bei der West Virginia ziemlich erbärmlich mit 32. Da ist selbst die New Mexico mit 44 Punkten und die Colorado mit 55 Punkten erst recht deutlich besser. Ja, und das ist schon anstrengend, da mal Flieger vom Himmel zu holen. Weil auch kein defensives Flakfeuer da ist, gar nichts. Also, es fehlt noch so ein bisschen diese super Besondere bei diesem Schiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man jetzt sagt, okay, 406 mm auf der Tierstufe sind das beste Kaliber oder größte Kaliber zumindest. Irgendwie fehlt dem Schiff einfach so dieser Geschmäckle, wo man sagt, alles klar, das ist jetzt der Punkt, der die West Virginia nochmal einen Ticken besonders macht. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Die Manövrierbarkeit ist mit 21 Knoten angegeben bei allen drei Schiffen. Wir haben 670 Meter Wendekreis bei der West Virginia und der Colorado. Die New Mexico hat 640 Meter, kann also ein bisschen enger wenden. Und dann haben wir eine Ruderstellzeit bei der West Virginia von 13,7 Sekunden, die New Mexico 13,5 Sekunden. Und dann die Colorado 16,1 Sekunden. Das heißt, hier hat die West Virginia wieder einen deutlichen Vorteil gegenüber der Colorado. Da ist die Ruderstellzeit einfach mal so gut 2,5 Sekunden besser. Großer Nachteil von dem Schiff ist wiederum die Verborgenheit. Ja, 16,4 Kilometer ist ein relativ großer Kreis für die Erkennbarkeit zur See. Auch zur Luft haben wir 14,7 Kilometer. Das heißt, übertrieben ausgedrückt, die Flugzeuge beim Flugzeugträger müssen gerade mal starten, dann seid ihr schon gespottet. Und ja, das hat halt kein anderes Schiff. Ne? Die New Mexico hat 11,3 zur Luft und die Colorado 11,5. Zur See ist die New Mexico 14,2 Kilometer weit sichtbar und die Colorado dann aber 16,7. Prinzipiell ist die New Mexico deutlich geringer sichtbar, überall, denn selbst wenn sie aus dem Nebel schießt, geht die nur 12,3 Kilometer weit auf, während unsere West Virginia eben 15,9 Kilometer weit aufgeht. Das ist aber immer noch nicht so weit, wie die Colorado aufgehen würde mit 16,2 Kilometer. Gucken wir uns doch gleich dann die Module an, die ihr hier verbauen könnt. Ja. Verbrauchsmaterialien. Schadensbegrenzungsteam 1 und 2 ist da wieder. Wirkungsdauer jeweils 20 Sekunden. 120 Sekunden Ladezeit, also 2 Minuten beim Begrenzungsteam 1 und beim Begrenzungsteam 2 80 Sekunden. Dann gibt es hier die Reparaturmannschaft, die 251 Strukturpunkte pro Sekunde wiederherstellt und das 28 Sekunden lang. Ein ganz normaler Durchschnittswert, 0,5 Prozentpunkte der Trefferpunkte des Schiffs. Ja, ihr habt Anzahl des Verbrauchsmaterials 3 und beim Premium-Verbrauchsmaterial 4. Da ist die Ladezeit dann auch verkürzt um auf 80 Sekunden. Und dann haben wir hier das Aufklärungsflugzeug 1 und 2. Jeweils wird die Geschossreichweite oder die Reichweite der Hauptbatterie nochmal deutlich erhöht um 20%. Ihr kommt nachher, wenn ihr den Artillerie-Plotterraum und dieses Aufklärungsflugzeug benutzt, auf über 22 Kilometer Reichweite. Wir haben hier dann Aufladung 3 und Aufladung 4 beim Premium-Verbrauchsmaterial. 240 Sekunden Ladezeit, respektive 360 Sekunden, bis ihr es dann wieder verwenden könnt und ist jeweils für 100 Sekunden aktiv. Einbaubare Verbesserung bei dem Schiff. Und da kommen wir jetzt langsam zum Eingemachten, wo man hier nochmal vielleicht das ein oder andere rausholen kann. Ja, also ganz klar, im ersten Slot gibt es hier natürlich die Hilfsbewaffnungsmodifikation 1. Ihr habt weder eine gute Flak noch eine gute Sekundär und von daher bleibt da nur das. So ein Modul hier, Magazinmodifikation, baue ich hier eigentlich in keinem meiner Schiffe ein, weil ich das alles über die Signalflagge regel, wenn ich das denn möchte. Slot 2 kommt ganz klar, schadensbegrenzte Systemmodifikation rein. Ihr wollt weniger häufig brennen und weniger häufig Wassereinbruch erleiden. Ihr könntet damit ein bisschen drücken. Und dann gibt es hier in dem Slot 3 verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist sicherlich Artillerie-Plotterraum Modifikation 1, ja, um einfach nochmal einen Ticken weiter schießen zu können, um die fehlende Reichweite mit 16,1 Kilometer so ein bisschen wettzumachen. Sonst sekundär macht keinen Sinn. Ihr habt keine Sekundär, die irgendwie von Bedeutung wäre, also keine große Sekundär zumindest, und so nah kommt in der Regel nicht an Schiffe ran. Die Flakbewaffnung ist schon schlecht und wird damit nicht deutlich viel besser, von daher die Flakbewaffnung würde ich mir auch sparen. Ihr müsst weiter schießen können, weil ihr halt auch in T8-Gefechte kommt, ne? Und das ist sicherlich das Sinnvollste. Und hier oben bei der Hauptbatteriemodifikation 2 habt ihr dann Drehgeschwindigkeit gewonnen und die Ladezeit aber verlängert. Die Drehgeschwindigkeit mit 45 Sekunden standardmäßig ist gar nicht so schlecht. Also von daher würde ich das jetzt nicht machen, vor allen Dingen, weil es ja auch die Ladezeit verlängert.
ist meiner Meinung nach kein schlechter, ist ein schlechter Deal, also keine gute Idee. Der vierte Slot ist dann hier ganz klar für mich. Das Schadensbegrenzungs- Systemmodifikation 2-Modul, ja, um einfach die Zeit für die Brandbekämpfung und nach dem Wassereinbruch die Zeit um 15% zu reduzieren. Warum? Steuergetriebemodifikation brauche ich hier nicht. Mit 13,7 Sekunden ist die Ruderstellzeit doch ganz angenehm für ein Schlachtschiff. Und dann haben wir hier die Antriebsmodifikation. Ihr steht ja doch nicht so häufig, sondern ihr seid eigentlich immer aktiv, weil ihr ja auch nicht gerade besonders schnell seid mit 21 Knoten. Habt ihr zumindest immer eine Viertelkraft gesetzt oder so eine Sachen. Und ja, die Antriebsmodifikation würde ich da jetzt auch nicht einbauen. Es geht darum, bei den wenigen Trefferpunkten eben auch sein Überleben zu sichern. Und wie kann man das am besten? Indem man eben versucht, möglichst kurz zu brennen, möglichst kurz Flutung zu haben. Solche Sachen. Das ist für mich die optimale Verteilung von Verbesserungen für dieses Schiff. So, dann kommen wir jetzt zum Äußeren. Wenn ihr dieses Schiff kauft, gibt es zum einen die ganz normale Typ 10 West Virginia Tarnung, die dann so aussieht. Hat 3% Erkennbarkeitsreduktion, Streuung der Granaten ist feines plus 4%, Kosten nach dem Gefecht um 10% reduziert und EP je Gefecht um 50% gesteigert. Das ist jetzt der Standardwert. Das ist jetzt hier, ihr habt hier zwei verschiedene Farbschemen, blau und grau, ne? Sieht dann so aus. Aber ihr konntet dieses Schiff auch erwerben mit der West Virginia Tarnung von 1941. Das ist eine Sonderlackierung, das sieht dann so aus. Hat die gleichen statistischen Werte, aber achtet mal auf das Horn. Also, ihr hört's schon. Da trällert euch ein Cowboy ein bisschen was ins Ohr. So parallel zu dem ganz normalen Horn. Ja. Ganz nette Sache, finde ich irgendwie ganz lustig. Und auch die Tarnung sieht echt toll aus. Ja, eine optische Schmankerl, würde ich sagen. Hat richtig verkörpert so ein bisschen West Virginia. Kann ich mir gut vorstellen irgendwie. Ja, und das ist die Tarnung, die es dazu gibt. Also geben kann. Und ja, dann haben wir die Signale. Welche Signale sind denn für euch von Belang? Besonders wichtig ist meiner Meinung nach hier, fangen wir nämlich im unteren Bereich an, ganz klar Sierra Mike, ihr seid langsam und ihr wollt nicht so langsam sein. Also Sierra Mike um 1,1 Knoten dazu zu bekommen, dann kann es sinnvoll sein, November Foxtrot zu skillen, ja, um schneller die Reparaturmannschaft benutzen zu können. Apropos Reparaturmannschaft, wir wollen die natürlich auch so einsetzen, dass sie möglichst viele Trefferpunkte wiederherstellt, das heißt auf jeden Fall India Delta, das sind so... Das ist ein ganz wichtiger Skill. Dann geht es weiter mit Überleben, Zeit für Brandbekämpfung und Erholungszeit nach Wassereinbruch. Ganz wichtige Skills und ganz wichtige Signalflaggen. Dann würde ich mir hier definitiv nur überlegen, den Flaggschaden zu erhöhen, der zumindest dann vielleicht auf T6-Ebenen, also auf die ein Schiff, die eigene Ebene sozusagen, wenn Träger T6 da ankommen, dann könnt ihr vielleicht einen Ticken mehr machen, wenn ihr eben diese Flagge im November Echo Set 7 einsetzt. Und sonst, ja, ihr habt eine gute Brandwahrscheinlichkeit. Ich würde sie nicht unbedingt einsetzen, weil ihr so ein großes Kaliber habt, dass ihr selbst aus ungünstigen Winkeln eigentlich ganz gut Schaden machen könnt, weil ihr könnt natürlich für euch auch die Overmatch-Mechanik ganz gut nutzen mit 406 mm auf der Tierstufe, wenn ihr auf T6-Gefechten gelandet seid. Die restlichen ökonomischen Flaggen sind, ja, dann wieder eure Idee, wie ihr so das Schiff eben dann beflaggen möchtet, wenn ihr irgendwelche Missionen oder so ja, erfüllen müsst. Wenn ihr das große Paket kauft, dann gibt es dazu noch eine andere Flagge, und zwar eine richtige Flagge, nicht Signale, nämlich die USS West Virginia Andenkenflagge, die dann hier so im Wind weht. Ja, kann man hier an der Seite nochmal sehen. Nun gut, das sind die Äußerlichkeiten, die wir da haben, aber es ist nicht alles, denn da fehlt noch eine Crew, hier in Form des Kapitäns, der noch fehlt. Denn auch hier gibt es einen besonderen Kapitän, den man sich kaufen kann, wenn man das Paket erwirbt. Der Kapitän hier hat es getan und ja, wir weisen jetzt hier Dusty Rhodes auf den Dampfer. Der hat hier geskillt und das ist sicherlich auch eine der sinnvollen Skillungen, die man hier am Anfang machen kann, wenn man 10 Skillpunkte zur Verfügung hat, nämlich vorrangiges Ziel,
Dann Elite-Schütze, um die Turmdrehzeit von 45 Sekunden auf 38 Sekunden zu drücken. Dann Experte oder Grundlage der Überlebensfähigkeit, um nochmal die Zeit der Brandbekämpfung und des Wasserauspumpens zu beschleunigen. Und dann natürlich Brandschutz, um weniger häufig zu brennen. Alternativ dazu oder überlegenswert dazu ist natürlich der Standardskill für Schlachtschiffe mit dem Adrenalinrausch. Ganz klar. Dann, aufgrund der hohen Entdeckbarkeit des Schiffes und dessen, dass ihr auch in T8-Schiffe in T8-Gefechte gematcht werden könnt, würde ich mir definitiv überlegen, hier auch den Tarnungsmeister mit einzubauen. Ihr seid ein T6-Schiff, was relativ wenig Trefferpunkte hat. Der Tarnungsmeister kann euch helfen. Und das ist am Ende nur eine Weiterfortsetzung des Überlebensskills, wenn man dazu sagen möchte. Von daher überlegt es euch, der Tarnungsmeister kann hier durchaus sinnvoll sein. Ja, solltet ihr die Flak, die eher unterdurchschnittlich ist, trotzdem noch weiter pushen wollen, verbesserte Schießausbildung und eine Schießgrundausbildung kann sinnvoll sein. Kann sinnvoll sein. Ist trotzdem für mich nicht die allererste Wahl. Und dann gibt es natürlich wie immer den Inspekteur, der euch eine extra Reparaturmannschaft gibt und eben hier den Aufklärungsflieger. Ich würde hier die Skillpunkte für Experte der Überlebensfähigkeit nicht investieren. Ich sage euch auch warum, weil ihr nur eine T6-Schiff seid, das heißt die 350 Punkte gibt es mal 6. Das heißt, ihr gewinnt genau 2000 Trefferpunkte und seid immer noch nicht mal auf dem Niveau der New Mexico. Das ist also, ja, schade und das ist dann auch gleichzeitig eben wenig sinnvoll, meiner Meinung nach. Wenn ihr noch andere Skills verbauen möchtet, dann könnte es Sinn machen, hier 1000 Satzer einzubauen und eben höchste Alarmbereitschaft. Diese Varianten könnten an Skillpunkten eben auch noch durchaus was ausmachen, um euer Überleben im Gefecht zu verlängern. Ja, und das war es eigentlich schon, was hier besonders sinnvoll ist. Dieser Beschussalarm ist sicherlich äußerst wenig nützlich, weil ihr ein Schlachtschiff seid. Auch wenn ihr relativ wendig seid im Verhältnis für Schlachtschiffe, wird es nicht reichen, um dem Granatenbeschuss groß ausweichen zu können. Präventive Maßnahmen braucht ihr wahrscheinlich auch eher weniger, weil die Panzerung dann doch ausreicht, dass nicht jederzeit eure Geschütze da zerstört werden. Und das war's. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit den Kapitänskills, wir sind durch mit dem Äußeren und wir kommen jetzt dann noch zum Abschluss zu den Pros und Kontras und meinem Fazit, ob ich dieses Schiff kaufen würde. Der stärkste Vorteil oder der größte Vorteil dieses Schiffs, den ich sehe, ist die Artillerie. Ihr habt mit 406 mm Projektilen doch eine sehr, sehr starke Artillerie, die sehr viel Schaden austeilen kann, auch aus spitzen Winkeln. Ihr habt eine, das ist eher was für optisches, eine tolle Tarnung mit einem tollen Horn, ja, und irgendwie rundet der Kapitän das alles noch ein bisschen ab. Ja, und das ist eigentlich schon fast alles. Die Wendigkeit kann man noch erwähnen. Die Ruderstellzeit von 13,7 Sekunden ist wirklich auch sehr, sehr angenehm. Mit dem Kapitänskill zusammen habt ihr dann 38 Sekunden Turmdrehzeit. Das ist auch ganz akzeptabel. Ladezeit ist, ja, ich würde sagen, durchschnittlich mit 30 Sekunden. Und das war es eigentlich. Was ist denn der große Nachteil? Der große Nachteil ist eigentlich, dass ihr einen ganz kleinen Trefferpunkte-Pool habt mit 50.000 Trefferpunkten. Dann habt ihr nur einen dünnen Überzug mit 25 mm, das heißt, ihr seid angreifbar gegen HE-Granaten. Die Granaten von Schlachtschiffen auf eurer Tierstufe, die 380 mm Kanonen oder Kanonen haben, die größer sind als 358 mm Kaliber, können euch ohne Probleme in der Zitadelle treffen und das auch schon ab einer Entfernung von 11 km. Also das ist halt auch ein Riesenproblem, Overmatch-Mechanik, und dann kommt dazu die riesengroße Erkennbarkeit dieses Schiffs. Das ist meiner Meinung nach der nächste große Nachteil, den ihr hier habt in Gefechten. Ihr seid einfach eigentlich permanent offen, ja. Und da muss man schon den Tarnungsmeister mit reinhauen, damit man da ein bisschen was von abbauen kann, nämlich genau 1,6 Kilometer dann. Ist dann aber immer noch kein optimaler Wert, also von daher, gut. Das sind so die Punkte, die mir so aufgefallen sind. Dann zur Artillerie. Die Artillerie ist nicht gerade besonders genau. Ihr seht es hier, 246 Meter sind es jetzt auf die Kampfentfernung von 18,6 Kilometer gerechnet. Ja, ihr habt aber auch nur 8 Mumpeln. Das heißt, die können durchaus schon mal nach links und rechts fliegen, wenn ihr sie abfeuert. Das Schiff ist teilweise zuverlässig, teilweise überhaupt nicht. Das ist so irgendwie, als ob RNG jedes Mal neu würfelt und ihr rein vom Gefühl her mehr als 50% der Schüsse schlecht gewürfelt habt.
Ja, so ungefähr. Das macht nicht so viel Spaß. Man sollte die Türme einzeln schießen, also nicht Breitseite Doppelklick nutzen, sondern einfach die Maustaste gedrückt halten, dass jeder Turm einzeln kurz nacheinander abgefeuert wird und damit ihr dann quasi RNG jedes Mal neu würfeln lasst, anstatt nur einmal doppelt zu klicken, dann wird einmal gewürfelt. Also von daher, das ist so die Idee, die ich dahinter habe, oder was ich mir so denke, euch mitgeben zu wollen. Ne? Was soll man dazu noch sagen? Mein persönliches Fazit. Würde ich dieses Schiff kaufen? Rein von der optischen Sache und wer gerne Schiffe sammelt, auf amerikanische Schiffe steht, ja, der sollte dieses Schiff kaufen. Vielleicht dann auch das größere Paket, weil wenn denn, möchte man ja vielleicht auch die Tarnung, den Kapitän dazu haben. Ohne diese Tarnung, ohne diesen Kapitän, auch für 26 Euro ist dieses Schiff nicht wert. Ja, das ist zwar relativ günstig mit 26 Euro, also halt ein typischer T10, T6-Preis, aber du kriegst eigentlich hier nichts außer das 406mm, die 406mm Artillerie auf T6. That's it. Ja, und das ist für mich meiner Meinung nach zu wenig und von daher, ja, solltet ihr dann schon Sammler sein, um dieses Schiff käuflich zu erwerben. So, und das war's mit der Schiffsvorstellung. Ich hoffe, dass ich euch wieder die eine oder andere Information liefern konnte, die ihr vorher vielleicht noch nicht hattet oder ihr euch Gedanken dazu gemacht habt und ich konnte sie euch hoffentlich beantworten. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben, würde mich nochmal doppelt freuen und ja, alle anderen Informationen rund um World of Warships findet ihr wie immer bei uns auf dem Discord-Server oder eben auf unserer Facebook-Seite. Ne? Ich wünsche euch jetzt noch schönen Tag, bis zum nächsten Video hier auf unserem Seacrawls-Kanal. Haut rein, ciao, ciao. Seacrawls.